So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen geändert, sprich mal hier so, ne, Kopfhörer und so ein Shit. Aber ansonsten sollte das eigentlich passen. So, ich muss erstmal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Rufe so am Lagerfeuer. Bin mir selbst nicht so ganz sicher, ob ich da schon weitermachen will. 22, 24, wir sind Stufe 28. Ja. Ja. Die zweite Strophe, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Ja, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen ins Spiel reinfinden. Ist schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal gespielt. Na komm. Es wird ein bisschen interessant. Ich höre nämlich mich selbst aktuell nicht. Das interessiert Tina einfach mal gar nicht. Herrlich. Gut, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber scheinbar scheint es irgendwie zu funktionieren. Vielleicht bin ich auch ein bisschen wacher, ein bisschen entspannter. Ich habe jetzt nicht die ganz dicken Kopfhörer auf. Ich habe jetzt etwas ältere auf. Nee, eigentlich nicht. Ältere sind das nicht. Die anderen sind älter, aber... Ich habe, Dingsbums. Die sind mal ein bisschen entspannter. Also kleiner. Das, was ich auch unterwegs immer ganz gerne nehme. Ich bin mal gespannt, wie lange die halten sollen. So akkumäßig. Da habe ich das Gefühl, dass ich da ein glückliches Händchen hatte. Haben sollte. Weil laut Internet sollen die 8 Stunden halten. Plus die Docking Station, die... Ich habe mir welche von JLab geholt. Keine Ahnung, war nicht teuer. 25 Tacken oder so. Ich habe gestern relativ lange Ransom gespielt mit ein paar Damen. War ganz lustig, dementsprechend habe ich mich heute ein wenig ausgequatscht. Gibt es aber noch einen Aussichtspunkt. Habe ich den schon? Nee, habe ich noch nicht. So, etwas lila, super. Gut. Ja, vorletztes Wochenende habe ich jetzt nicht bei den zwei Projekten nicht ganz so weit gemacht wie, also Horizon und so ein Kram. Sondern, da haben wir Blacktail gespielt.
Was ich okay finde. Dieses Bild, es zeigt die alte Welt. Sieht aus wie ein Flugzeug und eine Art Metallgebilde. Flugzeug und Metallgebilde. Ist aber nicht da oben, oder? Nee. Das muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Wollen wir mal gucken. Aber ich finde es, ich muss ja ganz ehrlich sagen, nachdem ich Ransom wieder gespielt habe, fand ich es ja soweit okay. Aber ich finde es mit Capture Card und Konsolen so viel angenehmer zu zocken. Hier finden wir laut So Grimhörner, deren Teile sie zur Heilung von Reinklangs Landgöttern braucht. Ich sag dir, dass ich hier bin. Einfach aus dem Aspekt, dass man sich halt um Grafik und so ein Kram keine Gedanken machen muss. Wenn es auch energietechnisch nicht ganz so optimal ist. Das nur so vor, oder? Das Bild wurde mit Blick auf ein Feld aufgenommen. Vielleicht kann ich das Bild auf einem nahen Hügel ausrichten. Nahen Hügel, inwiefern? Ich würde gerne einfach mal die Quest verfolgen. Am Hügel. Mit Blick auf die Felder. Definiere Blick auf die Felder, ne? Sind das die Felder oder sind das die Felder? Ich bin außer Reichweite des Aussichtspunkts. Also nochmal. Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen, sodass er zum Aussichtspunktbild passt. Okay, hab das Bild wieder. Ich erkenne ein Flugzeug und eine Art Gebilde aus Metall. Hier vielleicht? Flugzeug, Gebilde aus Metall. Ich versuche mich gerade so ein bisschen an die an den Bergen zu orientieren, aber irgendwie... bin ich da gerade ein wenig überfragt. Mit Blick auf die Felder. Vielleicht hierhin? Sieht doch fast danach aus. Oder so. Na, Felsen. Das wäre ja auch ein naher Felsen. Aber deren Teile so wollte, müssten hier in der Nähe sein. Ich sag ihr, dass ich da bin. Da oben. Ich wette mit dir, ich muss da nach oben. Oder irgendwie in die Nähe. Das Bild wurde mit Blick auf ein Feld aufgenommen. Vielleicht kann ich das Bild auf einem nahen Hügel ausrichten. Da bin ich echt mal gespannt.
Das ist doch kein naher Hügel, oder? Mit Blick auf die Felder. Hier vielleicht? Das Metallgebilde sieht wie das auf dem Bild aus. Hier in der Nähe muss die Aufnahme entstanden sein. So. Ich bin ganz nah dran. Geschafft. Ja. Oh, cool. Nicht schlecht. Gab ein bisschen EP. War okay. So. Super. Nein. Autsch. Der Sturm war härter als gedacht. Ah, Viereck. Okay, ich habe gedacht, ich muss X drücken. Für Dingsbums. Für den Gleiter, aber ja. Hab's zerkackt, okay. Reden wir es nicht schön. Ich will mal was probieren. Machen wir das mal hier hin. Wenn nicht, dann sieht man den HUD noch ein bisschen. Ich denke mal, das kann man so ganz gut machen. Laut so müssten wir die Grimmhörner, deren Teile wir brauchen, hier finden. Ich sollte ihr Bescheid geben, dass ich hier bin. Hey, so, ich bin am Grimmhornort. Kannst du kommen? Ich bin mal da. Aloy, gut, dass wir das zusammen machen. Die Grimmhörner, die wir brauchen, müssten im Norden sein. Holen wir uns die Kontrollkerne. Kein Problem. Danke nochmal für deine Hilfe. Wenn das klappt, wenn wir die Landgötter heilen können, wird mein Volk nicht länger leiden müssen. Wie werden das wohl Fane und der Chor aufnehmen? Sie denken doch, die Vernichtung des Stamms ist unvermeidbar. Wir hatten Unstimmigkeiten, doch ich hoffe, sie wären froh, wenn sie sich dabei geirrt hätten. Na dann. Irgendwie sitze ich jetzt gerade ein bisschen extrem. So, ne. So, jetzt, ja. Jetzt. Gut. Grimmhörner. Ja, die Grimmhörner. Und nicht alleine. Wir müssen das jetzt geschickt machen. Ich werde dir folgen. Ich weiß, ob es so eine gute Idee ist. Diese Maschinen mögen keine Kälte. What? Nein, 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 alles gut, ich komme klar. Vielleicht. Das war dumm. Ich brauche Hilfe.
Ja, man kann sie... Oh. Ja gut, ich hätte nicht gedacht, dass das so viele sind. Alter, man kann es übertreiben. Wer greift denn noch von oben an? What the fuck? Kannst sagen, was du willst, aber... Es war ein bisschen overpowered. Autsch. Er sagt, ich bin erledigt. Yo. Da bin ich zu blöd, die noch zu klatschen oder was? Oh, komm schon. Warum bin ich jetzt zurückgewalt? Ja, natürlich. Also dieses... Das sollte dir helfen. Danke. Nehme die hier ins Visier. Wir müssen einfach kämpfen. Was? Warum kommen einfach mehr? Aus... Woher auch immer. Vergiss es, das kannst du vergessen. Aus irgendeinem Grund kamen einfach viel zu viele.
Ja, willst du mich verarschen? Wollt ihr mich hier komplett verarschen? Das ist doch unglaublich. Wo kommen diese ganzen Viecher her? Wie dumm ist das denn? Bei aller Liebe, aber... Ich gehe zur Basis. Ruf mich an, wenn du weitermachen willst. Aller Liebe, aber das ist doch dumm. Einfach retarded stark machen. Sorry, da bin ich kein Freund von. Beziehungsweise retarded stark war es ja nicht. Es war einfach nur... Da, die Grimmhörner. Und nicht alleine. Wir müssen das jetzt geschickt machen. Ich werde dir folgen. Ich will zwar nichts sagen, aber der, den Bug finde ich okay. Ja, Wollinger. Bei aller Liebe, der Bug ist mir jetzt komplett egal. So, lass da noch irgend so ein Flattervieh. Ich mach die Maschine platt. So. Wo kommen die denn auf einmal alle? Ja, natürlich. Auf einmal. Das eine Vieh war kaputt, aber wir beleben es einfach wieder. Nimmt es auch mal Schaden? Nee, ne? Und so unsterblich. Das erledige ich.
Alter, man kann es übertreiben. Natürlich, muss immer alles von oben sein. So, dass man es nicht sieht. Oh, ich hasse es, wenn einfach... Alles in Ordnung? Kein Problem, wenn ich mich mal bewegen dürfte, wäre das kein Problem, aber... Ich weiß zwar nicht, warum der jetzt blöd gewählt hat, aber... Ja! Ich hasse Feuer, ich hasse es so sehr. Einfach weil es übertrieben ist. Kommen denn so viele? Da waren zwei tot. Die beiden waren verfickt nochmal tot. Alter. Oh, Mann, ey, wer... Ich gehe erstmal zur Basis zurück. Ruf mich bei deiner Ankunft. Fick dich, Gorilla Games, ey, ernsthaft. Übertreiben ist eine Sache, aber Retarde behindert machen ist andere Sache, ey. Da, die Grimhörner. Und nicht alleine. Wir müssen das jetzt geschickt machen. Ich werde dir folgen. Die Maschine ist widerstandsfähig gegen Feuer. Eingefroren. Wir sollten angreifen. Ja, bringt halt nur nichts, wenn ich fast kein Damage mache. Natürlich.
natürlich nur auf mich, ne? Kein Problem. Aber dieses Feuer von denen. Die haben auch ein Auto-Aim, die treffen immer. Ja, natürlich. Das Vieh kann sich instant, so ein schweres Vieh kann sich instant rumdrehen. Ist natürlich schnell as fuck, ne? Kein Thema. Natürlich. Warum sollte ich auch irgendwas durchkriegen? So, leck mich am Eiersack, ey. Fuck mal live. Man kann's, also bei aller Liebe, aber man kann's echt übertreiben. Okay, das könnte interessant sein. Ich finde es halt schade, dass man so extrem gefühlt gezwungen wird, alles zu machen. Man hat 1 Million Milliarden Variationen, aber man muss gefühlt halt genau das Richtige nehmen. Und das finde ich halt extrem... Das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, das hätte man nicht machen müssen. Ja, natürlich. Immer weiter. Alles drauf. Dauerhaft. Unendlich. Aimbot. Klar. Im Flug läuft es viel weiter, als es eigentlich sollte.
Warum nicht ewige Brennerei? Die letzte. Nimmt sich das Richtige, bis er gepickt. Das ist halt so eine Sache, die ich, wo ich mir denke, ja, nee. Das interessiert einfach nicht. Einfach weiter. Wie behindert ist das denn? Die Kamera ist dein stärkster Feind. Herrlich. Killer Games, ihr habt so einen Schaden im Kopf, ey. Unfucking fassbar. Geh zurück zur Basis, Aloy. Ruf mich, wenn du weitermachen willst. Unfucking fassbar. Die haben doch echt... Wie kann man einen Fino so stark machen? Also komm schon, ey. Das Problem ist, die Entwickler antworten ja auf sowas nicht. Das ist halt traurig, das ist wirklich traurig, dass halt damit durchkommen. Weil sie einfach denken, ja, fick dich, du hast das Spiel gekauft, ist mir scheißegal, auf dem Scheiße. So, die alten Modelle passen noch einigermaßen ins Konzept. Das merkt man so am Kampfgeschehen. Ja, damit kommst du klar. Aber die neuen Modelle... Neun Modelle sind einfach ein Eimer. Hier ist noch gar nichts vorbei.
Metall brennt. Das brennt. Da. Ja, dann lass es ruhig brennen. Und nicht alleine. Wir müssen das jetzt geschickt machen. Ich werde dir folgen. Ja, klar, one hit. Ich weiß nicht, die Monsterkämpfe haben sie ein bisschen übertrieben. Nur erst mal gucken, wo ich überhaupt lang kann. Achso, ja, treffe ich nicht. Bin ja zu weit weg. Aber wenn ich zu nah bin, bin ich nur noch... Nee. Hier gibt es so viele Designentscheidungen, wo ich mir denke, warum? Es war einfach mal null Damage. Unglaublich. Na klar, trifft's mich. Was zum... So viel zum Thema. Kannst nicht mal richtig kämpfen, weil es einfach alles versaut. Schön, dass ich so lange brauche zum Aufstehen. Das Vieh natürlich nicht, ne? Ich erledige dich. Brauchst du Munition? Ja. Feuer! Es ist einfach unglaublich. Guck mal, was für ein Schaden das macht. Wir haben doch... Ey, Pupilla Games, ihr habt doch echt ein...
Wie schaffen wir es denn, dass der Spieler das Game toll findet? Woanders gebraucht. Ich gehe zur Basis. Ruf mich wir an, machen es ganz einfach. Wir machen Gegner dran, die dich einfach eine Stunde beschäftigen, weil wir einfach ganz viele Sachen reinbauen. Ihr habt doch ein... Alter, immer die gleiche Scheiße. Es ist Horizon Zero Dawn. Es ist wirklich bei jedem Spiel. Bei jedem fucking Spiel hast du immer dieselbe behinderte Kacke. Es muss einfach länger, härter und immer einfach nur länger, länger, länger sein. Nicht Variation, sondern einfach nur länger. Anstatt 5 Pfeile machen wir 10. Das nennt man dann Variation. Und dann einfach, ja. Anstatt ein Gegner machen wir halt 50. Und da denke ich mir so, ist es wirklich das? Blacktail hatte das Problem. Horizon Forbidden West hat das Problem. Alles immer dieser selbe Scheiß. Einfach Masse statt Klasse. Und da denke ich mir so, ja, nee. Ist das die Limitierung der PlayStation oder warum treffe ich das Vieh nicht? Das Ding verträgt keine Hitze. Dieser Damage ist einfach lachhaft. Ach so, stimmt, das Vieh sieht uns ja. Man könnte sich ja mal anschleichen und irgendwas planen, aber... Boah, nö, wir setzen einfach alles rein. Ich hätte gerne mal Platz und mal Fairness. Das wäre mal schön. Lässt sich auch durch nichts beirren. Natürlich, jetzt sind 3 Viecher da. Alter. Also trifft mich ja. Steht schützend hinter einer Mauer, aber mich trifft's.
Irgendwo kommt wieder was aus dem Boden her. Ach Mann. Natürlich, klar. Sag mal, was ist denn mit dem Vieh los? Natürlich, natürlich. Ich stehe 500.000 Kilometer weg im Wasser. Das Vieh macht es einfach trotzdem. Easy, warum denn auch nicht? Alter, noch ein Knall. Einfach dieses mach's einfach mal null Damage Gedöns. Das ist doch einfach behindert as fuck, ey. Kannst du sagen, was du willst. Da benutze die Skills, die das Spiel unbedingt von dir will. Von Säure bedeckt. Ach so, ja. Sorry, aber... Ja! Es kommt einfach in die Nähe, macht einfach... Natürlich, du bist tausendmal schneller als ich. Nehme
Och, fick dich doch, ey. Es ist doch behindert. Es ist einfach übertrieben. Nutz nicht den Weg, den wir dir vorgegeben haben, und du stirbst eine Million Mal. Mal zur Basis zurück. Ruf mich bei deiner Bullshit. Hier, Leute, ich unterbreche das jetzt und mach's offscreen, weil... nee. Bis zum nächsten Part.